Servus, ich bin der Franz und es ist wieder Zeit für Abenteuer. Heute geht es wieder zum Sondeln auf eine ganz spezielle Wiese, Feld. Mir wurde gesagt, hier sind ganz früher wurden hier Feste und Märkte abgehalten, die bereits allerdings in die 1860er Jahre dann schon verboten wurden, weil hier zu viele Raufereien und auch Messerstechereien irgendwie dann passiert sind. Klingt doch schon mal ganz gut, weil Messerstecherei, Rauferei, da verliert man doch sicher ab und zu was. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir da heute was finden. Ich bin nicht allein. Spätzl, der Koni ist heute mit dabei. Und ja, dann sehen wir uns doch gleich beim ersten Signal. So, hier ist jetzt mal ein Signal, das grabe ich jetzt endlich mal. Hier sind so viele Signale, aber alle so komisch und unsauber. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Der Boden ist echt bröseltrocken. Aber wir kommen näher. Okay, hier scheint was zu sein. Das hier? Na ja gut, ein alter Nagel. Schade, hat ein gutes Signal. Nächstes Signal, angeblich nicht ganz so tief. Aber ich habe schon gelernt mit meinem Detektor, der sagt oft, dass es höher ist, als es eigentlich ist. Aber es ist noch drin. Hier drüben. Hier kommt schon was zum Vorschein. Das ist wieder nur ein altes Eisen. Huh. Aha, nur eine kleine Eisenplatte sogar, ziemlich dünn. Das war nix. Ich habe es natürlich nicht gefilmt, aber schaut euch das an, eine schöne Schelle. Das ist sicher vom Pferdeschmuck oder so. Sehr cool, scheint auch schon älter zu sein, ist nämlich schon ziemlich grün. Cool. Ein schönes Signal, hoch und kurz und knackig. So mag ich das. Und da kommt schon zum Vorschein ein Bierdeckel oder ein Limo-Deckel. Wasser. St. Primusquelle. Na, das ging ja schnell. So, hier wieder ein schönes Signal. Ziemlich oberflächlich anscheinend. Kurz und knackig. So wie ich es mag. Ui. Na, der Boden ist ziemlich hart. Aha. Da haben wir es wohl schon. Ja. Blechdose. Was Älteres aber anscheinend. Älteres Semester, aber nichts Besonderes halt, Müll nehmen wir natürlich mit. Und hier wieder ein schönes Signal. Dann schauen wir doch gleich mal nach. Nein, ist noch drin. Jawohl, da kommen wir näher. Oh, hier, was haben wir denn da? Oh, das sieht nach einer Schuldpartie. Nee. Was ist das? Das war irgendein Behältnis. Irgendwas zum Zuschrauben. Hier sieht man noch ein Gewinde. Könnte irgendein Zigarrenröhrchen oder sowas gewesen sein, vielleicht. Erkennbar, ist leider nichts mehr. Na gut, nehmen wir mit. Neues Signal, neues Glück. Was wird uns diesmal erwarten? Hier geht es auf jeden Fall schon einiges besser zu graben als da neben dem Kiesweg. Ist noch drin. Noch weiter unten anscheinend.
Ah, da leuchtet schon was vor. Oh, das ist was Neueres. Ah, wieder ein Flaschenverschluss. Eger, mindestens haltbar bis Ende. Wie alt ist das? Sieht man es noch? Okay, mindestens haltbar bis Ende 1987. Ja gut, das scheint doch ein kleines bisschen älter zu sein. Zwar nicht so alt, aber immerhin letztes Jahrtausend. Hallo! So, nächstes Signal. Komischer Wert, vielleicht auch zwei Signale. Ah, gut zu graben auf jeden Fall, das ist wichtig. Aha, haben wir schon, das ging schnell. Irgendein maschinelles Bauteil wahrscheinlich wieder von Landwirtschaftsmaschinen oder so. Naja. So, endlich mal wieder ein gutes Signal. Ziemlich deutlich. Hoffentlich nicht allzu tief bei dem Boden. Oh, scheint sogar schon draußen zu sein. Jawohl. Oh nein, nein, die erste Münze. Zwar ziemlich neu, aber hallo, hey. 20 Cent. Sehr cool, jawohl. Wieder irgendein Mischsignal. Graben wir doch mal an. Bewegt sich gar nichts, oder? Jetzt kommt's. So, was haben wir hier? Ein Hufeisen. Ja, wenn das kein Glück bringt. Jetzt können wir noch nicht aufhören. Aber was für ein großes. Ja, super. Jetzt dürfen wir noch nicht aufhören. So, ich bin jetzt von der Wiese auf das nächste Feld. Das gehört auch noch dem gleichen Besitzer. Und hier haben wir doch gleich mal ein schönes Signal. Hier ist es hoffentlich besser zu graben. Jawohl, so mag ich das. Ist noch nicht ganz draußen oder hier am Rand. Gut, da unten. Na. Ah. Okay, Flaschendeckel. Müll wird entsorgt, selbstverständlich. Wieder ein schönes Signal. Was erwartet uns hier? Ist noch drin. Oh, jetzt ist es draußen. Signal ist immer noch gut. Aha, gleich hier irgendwo. Aha. Oh, was ist das? Ah, das haben wir schon mal gefunden. Das ist ein Zügelring. Jawohl, so einen habe ich bei meinem allerersten Sondeln ja schon gefunden. Aber der hier ist etwas größer als der letzte. Ja, mal wieder etwas Historisches, Brauchbares. So, der Kollege hat was gefunden. Eine Musketenkugel oder von der Größe vielleicht sogar Pistolenkugel. Bitte. Ja, viele beschweren sich, weil sie zu viele finden. Ich selber habe jetzt noch nie eine gefunden. Also ich würde mich auch mal über meine erste freuen. Wieder das gleiche Signal, klingt wieder nach Abziehlasche. Aber vielleicht ist es ja doch mal was anderes. Oder gar nichts mehr. Hier ist es. Was ist das? Es ist schon mal grün. Und rot.
lässt sich nicht zuordnen. Ich hab mir übrigens gerade den Spaten an den Schädel gedroschen. Aber es geht schon. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier ist doch mal wieder ein schönes Signal, nicht ganz so hoher Leitwert. Vielleicht ist das jetzt mal endlich eine Münze heute. Ist schon draußen. Ja, wir kommen näher. Nein, nein, es ist eine Münze. Es ist wirklich eine Münze. Seht ihr das? Ja, die erste Münze heute. Juhu! Sehr cool. Und was haben wir für eine? Die ist auf jeden Fall etwas älter schon. Irgendeine Struktur ist noch zu erkennen, aber nicht, was es ist. Ich schätze mal, dass es irgendwie Pfennige sind oder so. Von der Größe her sind das irgendwie Pfennige oder so. Aber fast nichts mehr zu erkennen. Naja, ich werde sie zu Hause sauber machen und auf jeden Fall euch schon mal einblenden. Dann werdet ihr das Ganze jetzt ja schon mal sehen, was es ist. So, ich weiß gar nicht, ob ich es filmen soll. Das Signal war ziemlich schlecht. Aber sicher ist sicher. Das ist schon wieder irgendein landwirtschaftliches Eisenteil. Ja, okay. Wieder ein schönes Signal mit dem Münzleitwert von vorhin. Draußen ist es auch schon. So, welche Überraschung wird es geben? Das ist klein rund. Ah, Patronenhülse. Okay, hat man heute auch noch nicht. Wie alt? Ziemlich rot. Kein Stempel erkennbar. Naja, nehme ich mal mit, mache ich sauber. Ah, sieht auf jeden Fall nach Schrot aus. Mini-Schrotpatrone also. Na gut. Nächstes Signal. Ziemlich oberflächlich anscheinend sogar. Mhm. Noch ein bisschen weiter drin. Aber schön zu graben hier. Ja. Nein, wieder eine Münze. Wir haben noch eine Münze gefunden. Oh, die wurde schon erwischt vom Acker wahrscheinlich. Was haben wir hier? Auf jeden Fall noch besser erkennbar. Hier steht auf jeden Fall schon mal Reich. Reichspfennig. Ein Reichspfennig. Ja, ganz deutlich. Ein Reichspfennig. Von wann? Oh, der ist alt. 1900 kann man noch erkennen. 1900 sieht man noch, aber hier hinten ist er leider kaputt. Schade, aber sehr cool. Nächste Münze, jawohl. Endlich mal wieder ein halbwegs gutes Signal. Mal schauen, ob es noch was wird. Ein schönes letztes Signal vielleicht. Hoffentlich nicht noch mehr oder zu großer Müll, weil die Tasche ist eh schon komplett voll. So, wo ist es? Das hier? Nee. Hä? Das hier? Keine Ahnung. Es könnte ein Geschoss gewesen sein. Oh ja, das war ein Geschoss. Schauen. Das ist ein Geschoss
von einer Patrone. Aha. Interessant, hatte ich auch noch nicht. So, ich bin schon wieder zu Hause. Wir haben jetzt ziemlich schnell zusammengepackt, waren allerdings jetzt fast 5 Stunden auf die Felder und Wiesen unterwegs. Jetzt schauen wir mal, was wir so gefunden haben. Wir sind nicht ganz sicher, ob wir überhaupt auf diesem Platz waren, wo dieser Markt und diese Feste waren. Keine Ahnung, vielleicht waren die auch irgendwo in der Nähe gelegen, aber wir haben trotzdem ein paar schöne Funde gemacht. Schauen wir es uns doch mal an. Hier habe ich jetzt nicht extra ausgepackt, das ist der ganze Schrott, der ist noch in der Tasche hier, ein Haufen alte Kettenglieder, Blechdosen, ja, was man halt alles auf dem Acker so findet, ein paar Flaschendeckel und so weiter. Dann haben wir hier gefunden dieses schöne Hufeisen, das hat uns auch glatt noch Glück gebracht für die letzten Funde. Das wären dann das hier, die schönen Funde. Als erstes haben wir hier diese Schelle gefunden, dann diese zwei alten Geldstücke. Das eine scheint 2 Pfennig Kaiserreich zu sein. Ich habe es euch ja eh eingeblendet. Hier nochmal 1 Cent Deutsches Reich, dieses Projektil. Dann habe ich hier diese 20 Cent noch gefunden. Und mein Sandelkollege, der mit mir unterwegs war, hat hier gefunden diese Musketen- oder Pistolenkugel. Und hier einen schönen alten Knopf mit Blumenmuster. Blende ich euch auch nochmal genau ein, dass man das auch deutlich sieht. Ja, und das war's für dieses Video. Ich hoffe, dass wir bald wieder mal rausgehen können zum Sondeln. Das Wetter war wirklich ein Traum heute. Gebt dem Video noch schnell einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt Zeit für Abenteuer. Servus!